Salvador da Bahia. Die brasilianische Tropenmetropole steckt voller pulsierender Energie. Ihr Altstadtviertel Pelourinho ist die Wiege der weltberühmten Rhythmusgruppe Olodum. Musik ist das Beste, was es gibt. Der größte Straßenkarneval der Welt. Ein fulminantes Spektakel. Für die Künstler heißt das wochenlange, schweißtreibende Vorbereitungen. Karneval ist sehr ausgelassen. Karneval ist wie eine riesige Explosion. Selbst in den armen Vierteln entfaltet sich die ganze Kraft Salvadors. Capoeira ist hier mehr als nur Kampfkunst. Capoeira hat mein ganzes Leben gerettet. Fernab vom Trubel der Stadt, am wilden Atlantik, kämpft Fischer-Urgestein Chico mit den Naturgewalten des Meeres. Das Meer und ich sind Freunde, aber an manchen Tagen verstehen wir uns nicht so gut. Salvador da Bahia. Ich bin Francisco Tamarindo. Ich stelle euch meine Heimat Salvador vor, eine ganz besondere Stadt in Brasilien. Weltkulturerbe und Touristenmagnet Nummer 1, der Pelourinho. Auf einem Klippenplateau 70 Meter über dem Meer thront das historische Viertel. Wer will, kann den Aufzug nehmen. Hier oben, im Herzen der Stadt, tobt das typisch bahianische Leben. Mitsamt seinen bunten Ritualen. Man kann drei Knoten machen, hier im Arm. Und dann die Knoten, man kann an drei Wünsche denken. Wenn die Bändchen kaputt werden, dann ist die Wünsche wach. Die Altstadt sprüht vor gut gelaunter Geselligkeit. Tamarindo nutzt den Bummel, um alte Bekannte zu treffen. Trommlergruppen ziehen durch die Gassen. Die Aufregung ist groß, denn in wenigen Tagen fällt der Startschuss für den Karneval. Und hier im historischen Viertel übt auch der musikalische Exportschlager Brasiliens. Eu sou Paulo Sérgio. Música é para sempre na minha vida. Paulo gehört zur afro-brasilianischen Trommlergruppe Olodum. Heute üben er und seine Bandmitglieder einen neuen Rhythmus. Die Hauptformation umfasst ganze 120 Musiker und ist weltberühmt. Hey! 1996 holte Michael Jackson Olodum mit ins Boot für den Song They Don't Care About Us. Heute ist die vor 40 Jahren gegründete Band eine absolute Ikone. Die Gastauftritte mit internationalen Stars sind für Paulo trotzdem kein Grund zum Abheben. Wir haben hier in Pelourinho mit Michael Jackson gearbeitet, Paul Simon, Jimmy Cliff. Obwohl wir schon auf den größten Bühnen gespielt haben, habe ich nie den Boden unter den Füßen verloren. Auch weil ich aus einer armen Familie komme und gelernt habe, immer alle Menschen zu respektieren. So, Jungs, gut. Wir werden jetzt weiter an dem Samba-Reggae arbeiten. Den Anfang kennt ihr ja schon. Und so geht's weiter. Mestre Tarcito ist der Bandleader. Er bringt den anderen die neuen Rhythmen bei. Ideen einbringen kann und darf aber jeder, der Trommler. Sehr schön. Noch ein paar Fehler. Aber es wäre ja auch eine Lüge zu behaupten, wir müssten nicht üben. 25 Alben hat Olodum bereits aufgenommen. Paulo Sergio ist seit 18 Jahren dabei. Ob das neue Stück das Zeug zum Hit hat, will die Band später auf dem Kirchplatz testen. Zuerst aber heißt es, unter sengender Tropensonne üben, bis jeder Schlag sitzt. Erst nach 4 Stunden ist der Meister zufrieden.
Man muss so lange üben, bis es am Ende wirklich synchron klingt. Denn erst dann überträgt sich die Energie der Trommeln auf das Publikum und die Leute geben uns Energie zurück. Musik eignet sich zum Austausch einfach am besten. Ob ihre Landsleute mitgerissen werden, soll ein spontanes Konzert in Pelourinho zeigen. Mit solch überraschenden Auftritten in ihrer Heimatstadt wollen die am Boden gebliebenen Stars aber noch viel mehr bewirken. Wir spielen gegen Vorurteile und Rassismus. Und wir wollen den Menschen mit unserer Musik Frieden bringen. Hinter der bonbonfarbenen Kulisse Pelourinhos verbirgt sich aber auch ein trauriges Erbe. Genau hier hat die gewaltsame Eroberung Brasiliens ihren Anfang genommen. Meine Oma, sie war Indianer, aber wir haben auch europäische Blut, also portugiesisch, ja, und natürlich Afrikaner. Weil mein Papa war so Afro-Brasilianer wie ich. Wie Tamarindo sind 83% der Einwohner Salvadors Nachfahren afrikanischer Sklaven. In jeder Gasse steckt auch heute noch ein Stück Afrika. Fieberhaft laufen die Vorbereitungen für das weltgrößte Straßenfest. 1884 haben die Portugiesen das Volksfest als Zerstreuung für die europäische Elite eingeführt. Heute ist das Fest in afro-brasilianischer Hand. Dalila Leal, a dança é minha salvação. Letzte Übungsstunden vor dem Karneval. Der wird der professionellen Tänzerin Dalila alles abverlangen. Denn das heißt durchtanzen von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. 6 Tage am Stück. Der Tanzstil zur Afro-Musik. Frei und doch sehr traditionell. Diese Tänze sind eine Melange aus Bewegungen, die ganz speziell für Bahia sind. Unsere Tänze haben starke afrikanische, portugiesische, aber auch indigene Einflüsse. Dalila feilt an ihrem Ausdruck. Eine Choreografie gibt es nicht. Hier kommt es vielmehr darauf an, dass jede einzelne Bewegung am Ende perfekt sitzt. Das Wichtigste am Tanzen ist für mich, dem Zuschauer mit jeder Bewegung eine Emotion, ein Gefühl zu vermitteln. Das kann positiv, aber auch negativ sein. Das Üben ist harte Arbeit. Aber für den, der gerne tanzt, ist es eben auch schön. Über den Strand von Rio Vimilio ergießt sich ein buntes Blumenmeer. Es ist ein großes und farbenfrohes Spektakel, das jedes Jahr am 2. Februar an einem der Stadtstrände von Salvador zu beobachten ist. Tausende Menschen werfen Blumen in die Brandung. Die Geschenke sind ihr gewidmet, der Wassergöttin Imanja. Ich bin hergekommen, um die Göttin um Gesundheit für meine ganze Familie zu bitten. Letztes Jahr sind so viele tolle Sachen in meinem Leben passiert. Dafür habe ich mich bedankt. Und jetzt bitte ich um Schutz, weil ich nach Kanada umziehe. Ich habe ihr 3 Rosen geschenkt. Für Gesundheit, Wohlstand und Glück. Wer sich Imanja, der Mutter aller Wasser, besonders nahe fühlen will, fährt zur Opfergabe hinaus aufs Meer. Und wer die nötigen Mittel dazu hat, der lässt sich fahren. Familie Santos steht kurz vor dem andächtigen Moment. Mutter Licia hat einen großen Geschenkkorb vorbereitet.
Dieser Moment ist ein sehr emotionaler. Wir sind hierher gekommen, um Gnade zu erhalten, Schutz und Gesundheit. Heute verbindet sich die ganze Stadt miteinander, im Glauben, mit viel positiver Energie. Ein gemeinsames Gebet, bevor die Opfergabe der Göttin überlassen wird. Der Ritus ist Teil der afro-brasilianischen Religion Candomblé, deren Wurzeln in Westafrika liegen. Die als Meerjungfrau dargestellte Göttin Imanja wird auch mit der Jungfrau Maria aus dem Katholizismus identifiziert und ist in Brasilien extrem populär. Bei Candomblé-Anhängern und Katholiken. Familie Santos übergibt das Geschenk dem Meer. Zwei Millionen Brasilianer bekennen sich zum Candomblé. Während die Religion früher nur von Sklaven praktiziert wurde, ist sie mittlerweile weder einer bestimmten Hautfarbe noch sozialen Schicht zuzuordnen. Bahia ist das Zentrum des Candomblé. Hier leben die meisten ihrer Anhänger. So ist es auch kein Zufall, dass die Feierlichkeiten am Strand von Salvador stattfinden. Hier feiern alle gemeinsam und typisch bahianisch, mit viel Freude, Herzlichkeit, Musik und Wärme. Imanja zaubert ein Lächeln in viele Gesichter. Das ist eine sehr brasilianische Art, mit Dingen umzugehen. Denn hier passieren viele traurige Sachen. Und das hilft uns sehr, wenn wir unseren Glauben und unsere Religion zelebrieren. Und dabei sehr viel lachen. Im Nordosten von Salvador, direkt am Meer, liegt das Armenviertel Pedra Furada. Seit 10 Jahren lebt und arbeitet Francisco Tamarindo in Deutschland. Doch einmal im Jahr kehrt er zurück in sein Heimatviertel. Vor 90 Jahren haben die Ärmsten der Armen angefangen, sich hier niederzulassen. Was als illegaler Hausbau begann, ist heute eine von der Regierung geduldete Siedlung. Der Ortskern. Am Dorfbrunnen trifft sich die Nachbarschaft. Und hier ist auch der Ort für einen Plausch. Gestern habe ich deinen Papa getroffen. Aber wo sind deine Schwestern? Die sind weggezogen. Wohnst du jetzt alleine hier? Ja. Obwohl inzwischen alle Häuser an die Kanalisation angeschlossen sind, bleibt der selbstgegrabene Brunnen in Pedra Furada unverzichtbar. Oft haben wir keine Wasser von dem Stadt. Und Gott sei Dank kommt dieses Naturwasser hier. Und das retten die ganzen Orte hier. Ich durche hier manchmal, wenn kein Wasser zu Hause ist, gerne. Weil das Wasser ist richtig cool und frisch. Ja, das ist richtig toll. Doch noch etwas rettet die Einwohner von Pedra Furada. Die alte Kampfkunst Capoeira. Gleich bei Grenzenlos. Zurück in Salvador, im Armenviertel Pedra Furada. Wer heute duschen will, muss zum Dorfbrunnen. Die Stadt hat dem Viertel das Wasser abgestellt. Wie lange, das weiß keiner. Für die Einwohner ist das aber kein Grund, sich die Laune verderben zu lassen. Was erledigt gehört, wird nun kurzerhand direkt an die Wasserstelle verlegt. Ein Viertel der Einwohner Salvadors sind arbeitslos. Die Armut ist groß, noch größer aber ist die Nachbarschaftshilfe. Man muss mit einem guten Herz sagen, okay, was brauchst du, obwohl man nicht so viel hat. Ja, man hat hier nicht so viel, man kann sehen. Ja, das sind die kleinen Häuser. Aber niemand hier hat Hunger. Wenn einer gar kein Essen zu Hause ist, dann geht einfach zum Nachbar. Der Nachbar ist immer da. Man hier ist immer bereit für den anderen und für den Nachbar zu helfen. Gewalt, Kriminalität und Drogen. Zu Recht haben viele brasilianische Problemviertel einen schlechten Ruf. Doch noch lange nicht alle Favelas haben den auch verdient. Es gibt schon ein Vorurteil hier wegen der Situation, ja, von den armen Leuten hier in Pedra Furada. Aber
das passiert gar nicht. Es kommen echt viele Touristen hierher und kann hier durchlaufen, kann hier oben kommen, nur die richtig arme Leute sind und wird gar nicht passiert. Die Leute sind richtig sehr nett, ja. Mitten im Viertel, direkt über seinem Wohnhaus, hat Tamarindo seine Capoeira-Akademie. Jeden Tag werden hier Kinder und Erwachsene in der alten Kampfkunst unterrichtet. Capoeira. Ein noch heute lebendiges Relikt aus Zeiten der Sklaverei. Mit schnellen Bewegungen den Gegner verwirren, ausweichen und gleichzeitig zum Gegenschlag ansetzen. Was als tödliche Waffe eingesetzt werden kann, ist heute ein Spiel unter Freunden. Nur ein Ziel bleibt: den Gegner zu Fall zu bringen. Capoeira ist mein Leben. Capoeira für mich ist wichtig. Ich komme nach Brasilien, leider mein Papa und meine Mama sind schon gestorben. Und Gott sei Dank habe ich noch Capoeira hier. Wir benutzen die Akademie und die Kinder hier und die Jungen zu halten, zu retten. 2 Jahre lang konnte Tamarindo seine Capoeira-Schule nicht besuchen. Heute freut er sich ganz besonders auf das anstehende Kindertraining. Und ich bin gespannt, um zu sehen, wie die Kinder jetzt aussehen. Hallo Kleine, kommst du mit mir zum Trainieren? Hey Jungs, heute gibt's wieder Capoeira-Training. Auf geht's! Capoeira-Lehrer Rabico betreut das Kinderprojekt. Dazu gehört, seine Schützlinge in der Favela einzusammeln. Vor allem die Pubertierenden muss Rabico extrem motivieren. Denn die Verlockung, über kriminelle Machenschaften an schnelles Geld zu kommen, ist groß in den armen Vierteln von Salvador. Kinder verlieren sich sehr schnell an die Straße, an die Drogen, an Kriminalität, Prostitution. Deswegen gibt es mich, damit jemand die Kinder von der Straße holt. Ich bin Ihr Professor Rabico. 2 Stunden spielerisches und trotzdem schweißtreibendes Training wartet jetzt auf die Gruppe. Bei allem ist die Freude groß, dass der in Deutschland lebende Kopf der Capoeira-Akademie jetzt auch beim Training dabei ist. Und Tamarindo freut sich genauso. Wirst du heute kräftig trainieren? Das Aufwärmtraining. Schnell, rhythmisch und vollgepackt mit spielerischen Elementen der Kampfkunst. Wie schnelles in die Hocke springen als Ausweichmanöver. Früher war ich ein einfacher Autowäscher auf der Straße. Jetzt habe ich selbst eine Familie gegründet. Das Capoeira-Projekt hat mir viel Selbstbewusstsein gegeben. Wichtigstes Element bei der Capoeira: Akrobatik. Jetzt dürfen die Kinder selber ran. Saltos müssen es aber noch nicht sein. Jeder übt das, was er möchte. Bei Capoeira ist Akrobatik mehr als nur ästhetisches Beiwerk, sondern vielmehr Taktik. Den Gegner verwirren, immer in Bewegung bleiben. Und hinter so mancher Figur versteckt sich sogar ein effektiver Tritt. Die Kampfkunst, deren Geburt auf das 18. Jahrhundert datiert wird, wurde 2014 zum Weltkulturerbe ernannt. Ja, für uns ist wichtig, dieser Titel, weil alle sagen, dass von schwarzen Leuten kommt, bleibt immer hinter. Ja? Und dieser Titel jetzt zu kriegen, für uns ist wie eine Pokale, weißt du? Weil das kommt, diese 8. Von unserem Volk. Und jetzt die ganze Welt kann Capoeira. Salvadors Umland. Paradiesisch und spektakulär.
Auf einer Länge von 200 Kilometern reihen sich Abertausende von Kokosnusspalmen direkt an die atlantische Brandung. Rund eine Autostunde von der Metropole entfernt, am idyllischen Strand von Santo Antonio, lebt ein Mann wie seine Vorfahren, ganz im Einklang mit dem Meer. Ich habe mit 9 Jahren angefangen zu fischen, bis heute. Und ich fühle mich sehr gut damit. Mein Name ist Francisco, aber man nennt mich Chico Furacuro. Chicos Geburtsort, das kleine Fischerdörfchen Diego. Am Strand jenseits der Dünen hat sich der Indianernachfahre ein kleines Reich aus Holz- und Palmenblättern geschaffen. Mein Leben ist wunderbar. Ich bin immer hier. Manchmal muss ich nach Salvador. Aber das mache ich nur, wenn es absolut nötig ist. Sonst laufe ich von daheim hierher und von hier nach dort. Dort, auf den Wellen des Atlantiks, verbringt der Fischer die meiste Zeit. Chico lebt vom Fang. Sobald sich die Flut zurückzieht und das Meer den Sandstrand wieder freigibt, verkauft er von seiner Strandbar Fischgerichte an die wenigen Touristen, die hierher kommen. Chico nutzt das letzte Sonnenlicht, um sein Floß für den nächsten Morgen vorzubereiten. Dieses Floß habe ich selbst gebaut. Aus einem Riesenbaum habe ich die Planken gesägt. Das Floß ist flach und an den Seiten abgerundet. So blockiert es kein Wasser. Das Wasser fließt einfach unten durch. Heute ist die Flut ungewöhnlich stark. Damit sein Floß die kommende Nacht nicht mitgerissen wird, muss Chico es jetzt besonders fest vertäuen. Dann heißt es, warten auf den nächsten Morgen. Bis spät in die Nacht hinein spielt der leidenschaftliche Gitarrist einfach nur für sich und für das Meer. Sonnenaufgang in Santo Antonio. Der Morgen bringt eine böse Überraschung. Das Wasser hat sich zurückgezogen, aber Wind und Wellen haben das Vordach seiner Strandbar zum Einsturz gebracht. An dem Schattenplatz, wo Chico normalerweise die Touristen mit seinem Fisch bewirtet, liegen jetzt die Trümmer der Sturmnacht. Ich werde alles wieder benutzen. Gott sei Dank ist es nicht komplett kaputt. Nur ein paar von den Palmbahnen muss ich wegschmeißen und dann auf die Palmen klettern und neue holen. Und die großen Stützbalken kann ich auch weiter benutzen. Die sind nicht kaputt. Die muss ich nur wieder fest zusammenbinden. Auf den 67-Jährigen wartet eine Menge Arbeit. Aber er sieht's positiv. Gott will nicht, dass ich alt werde, weil er mir ständig neue Arbeit gibt. Danke, lieber Gott. Mit der Arbeit, die du mir gibst, kann ich 200, 300 Jahre alt werden. Die ersten Touristen tummeln sich schon am Strand und lassen es sich gut gehen in den Strandbars, die heute Nacht verschont geblieben sind. Der Fischer hat aber noch ein ganz anderes Problem. Das eingestürzte Hüttenvordach hat das Segel für das Floß verschüttet. Das gilt es erstmal zu befreien. Dann kann er sein Floß endlich startklar machen. Helft mir mal mit dem Floß! Die Hilfsbereitschaft ist groß. Dann muss Chico aber alleine weiter. Niemand fischt mehr auf die alte Art. Das Segel ist seine Lebensversicherung. Vor allem heute. Es ist halsbrecherisch heute. Schwierig mit dem Wind. Normalerweise kommt er von dort. Aber jetzt kommt er aus Nordwesten. Es ist gefährlich, jetzt reinzugehen. Aber ich versuche es trotzdem. Sein Ziel? Hinter die Felsen gelangen. Bis zu 19 Kilometer fährt Chico mit seinem Floß aufs offene Meer hinaus. Die ersten Meter legt er noch zu Fuß zurück. Jetzt heißt es kräftig paddeln. Denn erst auf dem offenen Meer kann Chico das Segel zur Hilfe nehmen.
Der alte Fischer muss ordentlich kämpfen, aber die Strömung ist kaum zu bewältigen. Das Meer und ich, wir sind Freunde. Aber an manchen Tagen verstehen wir uns nicht so gut. So wie heute. Nach einer Stunde gewinnt der Atlantik den Kampf. Chico gibt auf. Doch geschlagen gibt er sich noch lange nicht. Er ankert und lebt in der Hoffnung, dass sich wenigstens ein paar Fische in Strandnähe wagen. Sonst wird es nichts mit dem traditionellen Fischeintopf, den er am Strand an die Touristen verkauft. Unermüdlich wirft er seine Handangel aus. Die Leute mögen den Fischeintopf sehr gerne. Der schmeckt mit dem Rotfisch besonders gut. Aber vielleicht fange ich auch eine Makrele. Damit wird das Essen noch besser. Viel Erfolg! Und das ist keine Übertreibung. Sogar Gourmet-Zeitschriften schwärmen von Gia Marias Version, der sogenannten Moqueca. Ein Fischgericht, das von den indianischen Ureinwohnern überliefert wurde. Doch was ist ihr Geheimnis? Wir begleiten sie auf den größten Markt in Salvador. Ich komme schon seit 50 Jahren hierher. Denn alles, was man sucht, bekommt man hier. Und auch die Preise sind gut. Im Supermarkt findet man nicht alles, was man braucht. Hier auf dem Markt schon. Und hier sind die Leute nett. Und alles ist noch sehr traditionell. In 22 Gassen reihen sich die Stände von 7000 Händlern. Bei den meisten ist Gia Maria bekannt wie ein bunter Hund. Seit fast 70 Jahren gibt es den Markt und noch heute wird das Mehl verkauft wie früher. Trotz ihrer 76 Jahre, den täglichen Einkauf lässt sie sich nicht nehmen. Nur ihre Tochter Andrea bringt sie mit. Sie hilft ihr beim Tragen der Tüten. Solange ich lebe, werde ich selbst hierher kommen. Weil ich kaufe, was mir gefällt. Und die anderen wissen nicht, was mein Geschmack ist. Ich komme lieber selbst hierher. Und der Geschmack ist vor allem beim Fisch Erfahrungssache. Der ist ja immerhin die wichtigste Zutat für den Eintopf. Wenn ich Fisch vergleiche, prüfe ich die Kiemen. Wenn sie rot sind, ist der Fisch frisch und gut und gesund. Und wenn nicht, kaufe ich den Fisch nicht. Gia Maria hat sich für eine stattliche schwarze Makrele entschieden. Die bereitet sie in ihrem kleinen bescheidenen Restaurant am Fuße der Favela Pedra Furada gleich zu. Jede Moqueca trägt die Handschrift des Koches. Seit Jahren wird der Fischeintopf von Gia Maria in Gourmet-Zeitschriften hoch gelobt. Anstatt alle Zutaten zusammen in einen Topf zu werfen, wie es traditionell gehandhabt wird, hat Gia Maria die Zubereitung perfektioniert. Sie stampft einen Teil des Gemüses mit den Kräutern und bereitet damit eine Marinade zu. Meine Mama wollte, dass ich das lerne. Und wenn ich nicht aufgepasst habe, hat sie mich an den Ohren gezogen. Anders als viele andere Moqueca-Köche belässt Gia Maria den Fisch in großen Stücken. So bleibt er besonders saftig. Erst wenn er fast gar ist, gibt sie das Gemüse dazu. Damit sich die Aromen verbinden, rundet Gia Maria den Eintopf, ganz traditionell, mit Kokosmilch ab. Nach 20 Minuten ist ihre erste Moqueca des Tages fertig und kann auf den Tisch. Der Erfolg hat dafür gesorgt, dass meine Kinder zur Universität gehen konnten. Ich finde, ich habe meine Sache ganz gut gemacht hier unten. Und wenn Gott sagt, jetzt kannst du kommen, dann bin ich schon bereit dafür. An der Küste von Santo Antonio ist Fischer Chico unermüdlich auf der Jagd. Seit fast 60 Jahren fährt der alte Indianer schon aufs Meer hinaus. Brenzlige Situationen gab es da zuhauf. Einmal hat sich ein riesiger Manta-Rochen in seinem Bojenseil verfangen und ist mitsamt dem Boot geflüchtet. Von 3:30 Uhr nachmittags bis 12 Uhr in der Nacht hat uns der Manta durch das Meer gezogen.
Und wir hatten kein Messer, um das Seil zu kappen. Und ich habe gesagt, was machen wir jetzt? Dann haben wir das Seil mit den Zähnen durchgebissen, den ganzen Tag lang. Meine Zähne tun heute noch weh. Diese Gefahr besteht heute nicht. Chico hat ein ganz anderes Problem. Die Fische beißen nicht. Am Nachmittag kapituliert er. Heute gibt's keinen Fisch. Das Meer ist betrunken. Die Fische haben keinen Hunger. Das Floß muss wieder an Land. Aber Chicos Helfer am Strand gehen heute leer aus. Eine Belohnung gibt es diesmal nicht. Und auch Chicos Hüttenbetrieb bleibt heute geschlossen. Für ihn heißt es jetzt erstmal aufräumen und das Vordach reparieren. Gott sei Dank habe ich die Kraft, um weiterzuarbeiten. Ich werde alles wieder aufbauen, damit die Touristen wieder herkommen. Wind und Wellen haben dem alten Indianer heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der aber nimmt's gelassen. Wenn ich einen Fisch fange, oder auch wenn ich keinen fange, ich bedanke mich bei Gott. Egal, ob ich einen Fang mache oder nicht, ich habe meine Hütte, ich habe genug zu essen und alles ist gut. Sobald die Sonne im Meer versinkt, füllt sich das kleine Häuschen des Capoeira-Lehrers Rabico mit Kindern. Beinahe jeden Abend spannt der Kindertrainer sein Berimbau, das traditionelle Saiteninstrument, und spielt fröhliche Lieder. Sobald ich anfange zu spielen, kommen die Kinder und sie fragen, dürfen wir raufkommen? Und ich sage, klar. Es ist viel besser, wenn die Kinder abends bei mir sind, als auf der Straße, um dort Quatsch zu machen. Tagsüber aber muss der ehrenamtliche Capoeira-Trainer dafür sorgen, nicht selbst auf der Strecke zu bleiben. Er arbeitet als Parkplatzwächter bei der Ingenieursfakultät der Universität. Wir haben hier zwei Parkplätze. Auf dem oberen stehen die großen Mangobäume. Und ich muss hier aufpassen, weil die Kinder versuchen, mit Steinen die Mangos runterzuschießen und so ständig die Autos von den Professoren kaputt machen. Rabico hatte Glück mit seiner Festanstellung. In Brasilien sind Capoeira-Kundige begehrte Mitarbeiter bei Sicherheitsdiensten. Für den 35-Jährigen soll es dabei aber nicht bleiben. Ich sehe hier jeden Tag die Studenten und die Lehrer. Und das motiviert mich. Ich habe die Schule fertig gemacht und jetzt möchte ich gerne Sport studieren. Sportlehrer, das ist mein Ziel. Seine Chancen stehen gut. Seit dem Jahr 2001 eine Quote für Afro-Brasilianer eingeführt wurde, gibt es immer mehr Uni-Absolventen aus sozial schwachen Schichten. Die Nacht bricht an, in der Favela Pedra Furada. Für Rabico ist der Tag aber noch längst nicht beendet. Mehrmals die Woche muss auch er ins Training. Sein Lehrer Tamarindo, der auch in Deutschland hauptberuflich als Capoeira-Trainer arbeitet, verlangt Höchstleistungen von seinen fortgeschrittenen Schülern. Heute sollen sie lernen, den Gegner mit einem gekonnten Hebel zu Fall zu bringen. Los geht's! Du machst einen Tritt und ich tauche unter deinem Fuß durch. Dieses Bein ist jetzt wichtig für mich. Ich ziehe es zu mir und werfe dich mit meinem Körper um. Die Farbe der Kordel zeigt den Rang an. Und ob ein Capoeirista befugt ist, das Wissen weiterzugeben. Wer aufsteigt, das entscheidet der Meister. Seit 28 Jahren betreibt Tamarindo die Kampfkunst. Nur noch eine Prüfung bei seinem eigenen Meister. Dann ist er selbst an der Spitze der Hierarchie angekommen. Und mein Meister hat mich gefragt, ob ich wollte. Das habe ich noch nicht, weil ich habe noch ein Ziel in meinem Kopf, das ich erreichen muss. Und dann sage ich meinem Meister, okay, wenn du willst, jetzt bin ich bereit. Ja? Seine Mission, Capoeira auf höchstem Niveau in die Welt zu tragen. Sein Ziel, die Gruppe in Deutschland auf dasselbe Level zu bringen wie seine Schüler in Salvador. Wollen wir ein bisschen Musik machen? Jungs, bringt mir ein Berimbau. Vamos lá.
Nein. Mit so einem kann ich nicht spielen. Ist das das Beringbau unserer Schule? Es klingt kaputt. Das genügt weder einer Capoeira-Schule noch unserer Gruppe. Am nächsten Morgen will Tamarindo neue Musikinstrumente für die Schule kaufen. Am Fuße der Klippe zum nächsten Felsplateau von Salvador liegt der Mercado Modelo. Vor dem ehemaligen Zollgebäude bieten allerlei Händler ihre Waren feil. Hast du die Berimbaus, die ich bestellt habe? Ja, hier, die drei. Perfekt. Valmy baut jedes Berimbau per Hand. Als Saitenträger dient eine extra biegsame Holzsorte aus Bahia. Der Resonanzkörper besteht aus einem ausgehöhlten Flaschenkürbis. Er macht richtig toll, den besten Berimbau hier in Salvador. Er macht richtig mit seinem Herz. Das kam von seinem Papa. Sein Papa ist gestorben, dann er hat seinen Beruf genommen und jetzt macht er richtig toll. Wer hier am Fließband gefertigte Souvenirs für Touristen vermutet, der irrt. Die Händler am Mercado Modelo sind angesehene Kunsthandwerker, die ihre Fertigkeiten noch von den Eltern und Großeltern gelernt haben. Ob Holzschildchen, bunte Taumfänger oder Schmuck aus Steinen, was hier angeboten wird, ist typisch bahianisch. Für Tamarindo ist es an der Zeit, die neuen Berimbaus für seine Schule auszuprobieren. Und kein Ort ist dafür besser geeignet als sein Lieblingsplatz hoch über den Dächern seines Heimatviertels. Muss ich, wenn ich einmal spiele, ich muss diese Vibration hier in mein Herz fühlen. Ich fühle richtig, das kommt diese Energie. Dieses Berimbau lässt den Funke überspringen. Gleich bei Grenzenlos, die Königsdisziplin der Capoeira-Kämpfer. Und Salvador feiert den größten Straßenkarneval der Welt. Zurück in Salvador. Für die hart trainierenden Capoeira-Kämpfer geht's zur Königsdisziplin. Kräftemessen im Ring. Capoeira steht heute vor allem für eins: Akzeptanz, Offenheit und Gleichberechtigung. Alle sind gleich. Es gibt keine Unterschiede. Man reich ist, man schwarz ist, man weiß ist, man, egal was du bist, hier im Capoeira sind alle gleich. Schon von weit her zeichnet es sich am südlichsten Ende der Bucht von Salvador ab. Baja, das modernste Viertel der Stadt. Sobald die Nacht anbricht, wird hier die Erde beben. Wenn Menschenmassen durch die Straßen ziehen, um das größte Spektakel der Welt zu feiern. Karneval. Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen. Auch für die Tänzerin Dalila ist es gleich soweit. In einer Stunde fällt der Startschuss für ihren Auftritt beim größten Karneval der Welt. 2,7 Millionen Feierwütige werden daran teilhaben. Höchste Zeit, sich fertig zu machen. Das Kleid erstaunlich schlicht. Hier in Bahia ist der Einfluss auf die Tänze sehr geprägt durch die afrikanische Kultur. Und dieses Kleid hat ein traditionelles Muster und ist von einem afrikanischen Künstler hergestellt worden. Als Musical-Tänzerin ist Dalila weltweit unterwegs, zuletzt bei Der König der Löwen in Hamburg. Trotzdem sind die Karnevalauftritte in ihrer Heimat für sie ein ganz besonderes Highlight. Am Karneval zu tanzen ist eine große Ehre. Und für eine Tänzerin ist es auch ein großes Glück. Ich freue mich wie verrückt, dass es endlich losgeht. Wollen wir los zum Karneval?
Und dann ist es da. Das am heißesten ersehnte Fest des Jahres und größte Spektakel der Welt. 19.000 Künstler geben alles, damit der Karneval auch dieses Jahr wieder unvergessen bleibt. Und mittendrin Dalila. Karneval ist ein Fest mit einer explosiven Energie. Obwohl die Lebensumstände hier oft nicht einfach sind, ist es die pure Lebensfreude, die an Karneval ausbricht. Den Auftakt machen die Fußgruppen. Doch die sind noch längst nicht alles. Hochkarätige Stars sorgen in den nächsten 6 Nächten dafür, dass in Salvador an Schlaf nicht zu denken ist. Millionen Feierfreudige werden auch dieses Jahr wieder das ultimative Event der Lebensfreude und Ausgelassenheit genießen. Beim größten Straßenkarneval der Welt. In Salvador da Bahia.